In diesem Video wollen wir uns mit der Funktionsweise von Wechselrichtern beschäftigen. Wechselrichter dienen dazu, den Gleichstrom, den die Photovoltaikanlage und die Photovoltaikmodule erzeugen, umzuwandeln in Wechselstrom. Das heißt, wenn wir auf der linken Seite unsere Solarmodule haben, die entsprechend verschaltet sind, dann brauchen wir ein Gerät, das als Wechselrichter oder auch Umrichter bezeichnet wird. Das heißt, es nimmt den Gleichstrom und wandelt diesen Strom um in netzkonformen Wechselstrom. Das heißt, dieser Strom kann dann eingespeist werden ins Stromnetz. Wir haben also auf der linken Seite also den Gleichstrom, auch mit DC abgekürzt, und auf der rechten Seite haben wir dann den Wechselstrom. Wechselstrom AC, damit dann der Wechselrichter, das heißt das Gerät, in der Lage ist, diesen Gleichstrom umzuwandeln in den netzdienlichen Wechselstrom, der dann in den meisten Regionen der Welt mit 50 Hertz, das Netz, das dann mit 50 Hertz Wechselstrom arbeitet. Wie ist nun ein solcher Wechselrichter grundsätzlich aufgebaut? Schematisch, das wollen wir uns einmal hier in dieser Skizze ansehen. Das heißt, wir haben hier einen prinzipiellen Aufbau, vereinfachten Aufbau des Wechselrichters. Auf der linken Seite haben wir die Gleichstromseite, auf der rechten Seite ist dann die Netzseite. Das heißt, hier werden also dann die Solarmodule angeschlossen in Reihe und parallel. Das hier vereinfacht darstellen, dass wir jetzt hier diesen PV-Feld haben. Und auf der rechten Seite ist dann halt der Anschluss, der dann entsprechend ins Stromnetz geht. Und jetzt ist die Frage, wie kann es der Wechselrichter schaffen, über elektrische Bauteile diesen Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln? Jetzt brauchen wir diese Thyristoren, also im Prinzip Dioden, die sich steuern lassen, um den Gleichstrom von der linken Seite nun in Wechselstrom umzuwandeln. Was passiert nun? Wir haben beim Gleichstrom immer die gleiche Stromrichtung, das heißt, der Strom fließt in diese Richtung, steigt also, kommt oben an und fließt dann hier unten wieder zurück. Und wir müssen nun in der Lage sein, diesen Strom durch geschickte Schaltung in seiner Richtung umzukehren. Das heißt, dass der Strom einmal auf der rechten Seite hier von oben nach unten fließt. Das heißt also, diese Richtung, oder dass wir ihn halt umkehren können, dass der Strom halt im Uhrzeigersinn statt gegen des Uhrzeigersinns läuft in dieser Schaltung, das heißt also von unten nach oben. Wie können wir das erreichen? Wir haben also jetzt hier diese vier Thyristoren, A, B, C und D. Und im ersten Fall betrachten wir Folgendes, dass der Thyristor A und D, dass die beiden Thyristoren A und D geöffnet sind, wenn dessen B und C geschlossen sind. Was passiert dann mit dem Stromfluss? In diesem Fall, der Strom fließt also hier durch diesen Thyristor, kann nicht durch C fließen, sondern fließt dann hier entlang, fließt dann hier runter. Und wenn man hier den Transformator, der dann auch noch die Spannung anpasst, wenn man also diese Stromrichtung von oben nach unten, die wir dann natürlich auf dieser Seite auch entsprechend induzieren. Und dann fließt der Strom durch diesen Thyristor D entsprechend ab. Das ist also der erste Fall. Das heißt, wenn wir das mal aufzeichnen, hier im zeitlichen Verlauf, wenn wir jetzt hier also die Stromrichtung oder entsprechend die Spannungsrichtung, das heißt der Stromfluss I, klein i, weil es der Wechselstrom ist, in Abhängigkeit der Zeit t, sind also Thyristor A und D geöffnet. Folgendes, das ist dann hier der Stromfluss, zeige ich das mal so rum, dass der also positiv ist. Das ist also A und D sind geöffnet, B und C sind geschlossen. Und dann schließen wir beide. Dann schließen wir alle vier Thyristoren wieder. Nun im zweiten Fall haben wir folgende Situation. Wir öffnen die beiden Thyristoren B und C und schließen A und D. So, was passiert also? Der Strom fließt dann durch diesen Thyristor, nimmt diesen Weg, kann nicht durch D. Das heißt, der Strom fließt hier entlang, fließt dann von unten nach oben. Wir haben dann durch die Induktion natürlich auch hier den Stromfluss von unten nach oben. Wir haben die Stromrichtung umgekehrt.
Drum fließt über diese Strecke zurück und dann schließen wir den Stromkreis. Das heißt also, die Stromrichtung bleibt hier natürlich entsprechend der Gleichstromseite gleich. Aber wir haben es jetzt erreicht, dass der Stromfluss umgekehrt wurde. Wir einen Stromfluss von unten nach oben haben. Das heißt also, wenn B und C geöffnet sind, haben wir einen negativen Stromfluss. B und C sind geöffnet. Und damit haben wir es erreicht, natürlich stark vereinfacht, dass diese Thyristoren, dass dieser Wechselrichter den Stromfluss umkehren kann, positiv und negativ. Und was man nun macht in der Praxis, ist, dass diese Schaltvorgänge sehr schnell im Millisekundenbereich geöffnet und geschlossen werden, sodass wir damit also einen Wechselstrom von 50 Hertz bekommen und dann statt dieser Rechteckkurve natürlich eine ideale Sinuskurve bekommen, die dann ungefähr natürlich so aussieht, hier ansteigt, hier abfällt und hier entsprechend diesen Verlauf hat mit einer Frequenz von 50 Hertz und natürlich der entsprechenden Spannung von 230 oder 400 Volt im Niederstrombereich, der dann gegebenenfalls noch hochtransformiert werden müsste. Aber dadurch haben wir es also im Prinzip erreicht, durch diese grundlegende Verschaltung dieser vier Thyristoren den Stromfluss umzukehren und damit den Wechselrichter darzustellen, wie der also in der Lage ist, den Gleichstrom in den Wechselstrom umzuwandeln. Als nächstes stellt sich nun die Frage, wie groß der Wirkungsgrad eines Wechselrichters ist. Das heißt also, wie groß sind die Verluste bei der Umwandlung des DC-Stroms zum AC-Strom? Hier ist jetzt einmal dargestellt die Häufigkeitsverteilung der Einstrahlung an einem Standort in Mitteleuropa. Zu erkennen ist in grün, das ist die Häufigkeit, wie oft ein bestimmter Einstrahlungswert, beziehungsweise jetzt hier auf der X-Achse ein Leistungswert auf der Gleichstromseite anliegt. Und in blau dargestellt, das ist der Wirkungsgrad eines Wechselrichters, abhängig jetzt von der anliegenden Leistung. 100% bedeutet, dass der Wechselrichter mit Nennleistung betrieben wird. Man sieht auch hier, dass es dort Bereiche gibt, leicht über der Nennleistung. Das lässt sich ungefähr so sagen bei den Auslegungen, dass 100% typischerweise ungefähr 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung entsprechen, weil so die meisten Wechselrichter ausgelegt werden, dass bei Nennleistung auch entsprechend die Referenzstrahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter anliegt. Was man nun erkennt, ist, dass der Wechselrichterwirkungsgrad abhängt von dieser DC-Leistung, die anliegt. Der Wirkungsgrad in Blau steigt stark an, liegt dann im Bereich bei jetzt hier in dem Fall 95%, geht dann weiter rauf, hat sein Maximum im Bereich zwischen 20 und 50% und fällt dann zu größeren Strahlungswerten wieder leicht ab, sodass man sich nun überlegen muss, wie definiert man nun einen Wirkungsgrad, der diese Variabilität berücksichtigt. Was man macht, ist, es werden Referenzwerte definiert, und zwar bei 5%, bei 10%, man betrachtet den Wirkungsgrad bei 20%, bei 30%, 50% der DC-Leistung und bei 100% und gewichtet nun diese sechs Referenzpunkte, die man auf der Wirkungsgradkurve definiert, mit der auftretenden Häufigkeit und der Energiemenge, die dort produziert wird. Das heißt, dieser Wert bei 5%, der wird gewichtet mit 0,03, also mit 3%. 10% des Wirkungsgrads, das tritt auf bei 6%, das heißt also 0,06. Wir haben 20% sind 0,13, 30% 0,10. Die 50% wird am stärksten gewichtet, das tritt im Jahresverlauf am häufigsten auf. Das heißt, dort haben wir die größte Energiemenge im Bereich von 500 Watt an Standorten in Mitteleuropa. Und die 100%, die treten natürlich nicht so häufig aus, sind natürlich deutlich energiereicher. Deswegen werden die statistisch mit 20% gewichtet, sodass sich daraus also ein Gesamtwirkungsgrad ergibt aus den gewichteten Einzelwerten. Das heißt also, wir haben dann 0,03 mal den Wirkungsgrad bei 5% plus 0,06 mal den Wirkungsgrad bei 10% plus 0,13 mal den Wirkungsgrad bei 20% plus 0,10 mal dem Wirkungsgrad bei 30% plus 0,48
mal den Wirkungsgrad bei 50% plus 0,20 mal den Wirkungsgrad bei 100%. Und aus diesen sechs Schnittstellen lässt sich nun ein Gesamtwirkungsgrad definieren. Das wird auch als Euro-Wirkungsgrad oder Euro-Efficiency im Englischen bezeichnet. Das ist der Euro-Wirkungsgrad von Wechselrichtern, der in weiten Teilen Mitteleuropas gilt. Betrachtet man die Wirkungsgrade an südlicheren Standorten, also zum Beispiel in Kalifornien, in Texas, also näher am Äquator und in Nordafrika zum Beispiel, dann wird diese Gewichtung noch verändert, dadurch, dass sich hier diese Häufigkeitsverteilung, diese grünen Balken verschieben hin zu größeren Werten. Das heißt, diese Balkenverteilung wächst ja fast linear an, sodass dort eine andere Gewichtung vorgenommen wird, um diese Strahlungsverteilung besser widerspiegeln zu können, sodass man dort dann nochmal eine andere Art des Wirkungsgrads, den sogenannten kalifornischen Wirkungsgrad, definiert. Für Mitteleuropa ist aber diese Gleichung gültig, und auf Datenblättern findet man meistens zwei Angaben: einmal den größten Wirkungsgrad, den maximalen Wirkungsgrad, das wäre so hier in diesem Bereich irgendwo, und dann noch die Angabe des Euro-Wirkungsgrads, der bei modernen Wechselrichtern zwischen ja, ungefähr bei 98% liegt. Das heißt also, die Umwandlungsverluste im Jahresdurchschnitt liegen bei ungefähr 2%.